Okay. Ich hoffe, wir bekommen bald einen Magieangriff. Weil die hören sich sehr interessant an. Dankeschön. Muss doch nicht gleich in die Luft gehen, also bitte. Ja, und den Grabstein haben wir auch zerstückelt. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu stark. Ach komm, geht mal weg hier. Wir gehen einfach weiter. Kleine, einfache Gegner brauchen wir jetzt nicht zu töten. Vor allem, wenn sie so zahlreich und so zäh sind. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha! Die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Ja, oh, der Arme. So ungefähr ist es mit Merkel ergangen. Die wollte ja auch richtig gut an die Macht kommen und so. Und jetzt ist sie irgendwie ein Sklave von der USA und der EU. Nicht gerade gut. Also hier auf dem Friedhof gibt es immer 3 oder 4 Krypten. Wenn die vierte da ist, dann ist es einen besonderen Dungeon noch dabei. Aber eines der 3 hat immer den richtigen Eingang zum Grabmal vom Kaiser. Oh, die als Champion nerven auch. Gobelins. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Und weg sind sie. So, es gehen hier kurz mal um. Und hier gesegnetes Schild. So. Weil Provokation ja gar nichts bringt. Also wir haben später den Templer, ist es auch. Und den Skurk, also den, wie heißt es auf Deutsch? Ja, einfach so Dieb halt. Und dann gibt es noch eine. Eine Frau, die ist so Illusionistin. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht im Frieden ruhen. Nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Ja. So, jetzt haben wir den Waffenmann aktiviert. Aber ich wollte eigentlich den aktivieren. Ja, und so lange Abklingzeiten, okay, das ist nicht gerade ein guter. Habe ich Gerüchte über Krieger der Zaka Ruhm gehört.
die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Jetzt haben wir die erste passive Fähigkeit zum Auswählen. Inbrunst erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit um 3 Sekunden lang. Ihr könnt eine Zweihandwaffe in eure Waffenhand führen. Während ihr gleichzeitig ein Schild in eurer Nebenhand trägt. Das ist immer cool. Aber unsere Bewegungsgeschwindigkeit sinkt. Ja, dann nehmen wir Inbrunst und später dann die andere, wenn wir ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit haben. Sonst sind wir ja eigentlich eine Schnecke. Das ist nicht gerade gut. Aber wieso geht eine Zweihandwaffe auf die Bewegungsgeschwindigkeit? Okay, sie ist schwer und dann ist man ein bisschen langsamer, aber doch nicht um 15%. Ich rase ja mit meinen Minecraft-Wagen auch immer durch die Filialen und so. Also bitte. Ah, ein gutes Schild. Ja, okay, bisschen schwächer. Aber wir nehmen es trotzdem wegen der Abklingzeit reduzieren. Irgendwie sind die Buffs noch ein bisschen schwach bei ihm. Also eben der Angriffsbuff und das Blenden ist auch nicht gerade so. Keine Krone. Sie muss sich in einer anderen Krypta befinden. Okay, gehen wir in eine andere Krypta. Ja eben, das Blenden ist jetzt auch nicht so wichtig. Mal schauen, wie die anderen Fähigkeiten dann sind. Aber von diesem Schlitzen mit Blitzschaden bin ich ein bisschen besser überzeugt. Aber kein Vergleich mit der Zauberin mit Kettenblitz oder so. Das ist ja mal dann richtig episch. Und das sind ja eigentlich nur Ressourcenspender-Angriffe, die sind eigentlich sonst schwach. Aber Kettenblitz und Kugelblitz, die hauen rein. Die haben auch AOE-Damage und so. Das ist richtig geil. Oder, magisches Geschoss mit der Rune, wo Eis ist, also friert, während sie Eis, die Gegner, richtig geil. Leider da nicht AOE, aber für Bosse richtig gut. Wenn auch Bosse nicht so schnell eingefroren werden können. Bei der, beim Dämonenjäger ist es auch so wie bei der Zauberin, sind recht gute Attacken. Die Nahkämpfer haben einfach einen riesen Nachteil bei diesen Angriffen. Wobei der Baba hat eine richtig geile, ich glaube Schwung heißt es, mit der Attacke Explosion, also die erste Rune. Die haut rein bei vielen Gegnern. Aber da muss man fast eine andere Fähigkeit haben für Bosse. Aber da gibt es zum Beispiel Wurf, Waffenwurf oder sonst irgendwie Attacken. Man muss halt die Champions ein bisschen durchschauen, also nach den, die Fähigkeiten durchschauen bei den Champions. Wo kommt denn hier her? Diese Knockbacks von diesen Grabgräbern sind nicht gerade sehr toll. Ein bisschen nervig.
Ich weiß es jetzt nicht, wie es mit der Lautstärke vom Reden ist, aber eigentlich sollte das gehen, weil es immer lauter ist im Video, als ich jetzt hier reinrede. Jetzt muss ich es halt wieder anpassen. Aber ich mache ja immer alles eigentlich sofort, wenn mir etwas auffällt. Und sonst könnt ihr auch gerne mir darauf hinweisen, wenn ihr es nicht so gut findet oder so. Ich mache das ein bisschen leiser. Jetzt werde ich mich beweisen. Wegen was? Ah, wegen dem Champion. Und hier in der Elite. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Wie stark sind die? Noch nicht. Müssen wir abhauen. Hau ab. Wie wär's mal mit einem Eingang? Ja toll. Jetzt kommen wir nicht durch. Und er kann sich auch noch teleportieren. Das geht nicht. Ja, ich muss noch ein wenig länger warten. Ja, meine Mutter muss auch immer warten. Also, jetzt haben wir es gefunden. Die Krone ist nah. Ja, sicher. Geh weg, die nervt. Ich mache eine Fähigkeit, die Damage macht. Das müssen wir nämlich runterschreiben. Das will ich nicht. Hier und hier und hier. Ring des Gemetzels. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. So, diese Brunnen geben bis zu einem bestimmten Punkt mehr Erfahrung. Das kann ich lesen irgendwo. Hier. Erfahrungsbonus um 25% erhöht. Verbleibende Erfahrung 2210. Dieser Effekt geht bei Tod verloren. Ja, also bis zu diesem Teil da bekommen wir extra Erfahrung. Kann auch über ein Level gehen, also kann jetzt auch hier dann nächsten Level wieder weitergehen. Und ja, hilft jetzt nicht unbedingt so viel, 25 ist da recht wenig, aber ja, gutes Gimmick für einfach mal aufzusammeln. Sind auch relativ häufig, also ja, okay, ich wäre ein bisschen zufriedener, wenn es noch ein bisschen häufiger wäre, aber ja, ist wahrscheinlich wegen dem Balancing halt so. Jetzt frage ich mich, ob man immer noch den 100%igen Erfahrungsbonus hat, der Blizzard gegeben hat. Aber ich glaube nicht, ja, das Symbol ist auch nicht mehr da. Weil sie haben, ja, die Erfahrung halt ein bisschen gesteigert. Ich habe aber, was die Erfahrungsbonus gab, gar nie gespielt, also naja, finde es jetzt nicht gerade so berauschend, wenn man Erfahrungsbonus bekommt. Keine Ahnung,
wieso wahrscheinlich damit die Spieler soweit sind, bevor das Addon. Nein, ich werde erscheint. Nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Du bist zu laut. Du bist zu. Die Dampfwalze. Und hier nicht abhauen. Ja, was soll das jetzt? Nicht unsichtbar machen. Ich liebe es. Ich liebe es. I love it. Na toll, für einen Barbaren brauche ich es auch nicht. Schildstoß, Schwungangriff, flammender Schwung. Getroffene Gegner gehen Flammen auf und erleiden im Verlauf von 2 Sekunden 170 Waffenschaden. Nehmen wir mal. Und beim Schlitzen niederstrecken. Nehmen wir mal. So. Und nicht vergessen, das Portal mitzunehmen. Das vergesse ich manchmal. Ich kehre in die Stadt zurück. Die haben früher nicht so Kommentare abgegeben. Jetzt geben sie plötzlich Kommentare. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Ja, sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Ja, und halt deine Fresse jetzt. Ich meine einfach beim Teleportieren damit, dass sie jetzt was reden. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Schön. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Das ist Zweihand. Eigentlich könnten wir jetzt das mal ausprobieren. Ja, so viel langsamer sind wir jetzt auch nicht. Deine Herrschaft beginnt im Blute und endet in Knochen. Im Lichte eines Kometen wird er einen dritten und letzten Tod sterben. Durch die Hand eines auserwählten Mannes. Ein Bogen, Kurierskraft. Und kurz reparieren und zu den anderen Händlern gehen. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Kettenvampir nehmen wir. Ja, und die auch. So. Und da hinten haben wir noch einen extra Händler. Wie ich so herumlaufen mit diesem Schild und dem langen Rock.
Niemand hier schätzt die Arbeit, die ich mir mache, um überhaupt an diese feinen Waren zu kommen. Dabei ist es nicht einfach, kann ich dir sagen. Nicht einfach. Hier nehmen wir ein Amulett. Und einen Ring noch. So. Sonst, ja. Wir werden noch kurz Kane anhören, dann mache ich mal Pause und bei euch geht es eigentlich dann weiter mit dem nächsten Video. Ich habe die Krone. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Wenn es mir dazu dient, den gefallenen Stern zu finden, werde ich ihm ein Ende setzen. Okay, ja. Ich danke euch für das Zuschauen und ich, ja. Ich finde es gut, dass das Let's Play schon mal geschaut wird. Könnte mehr werden, aber ich habe harte Konkurrenz. Einer übertreibt mega. Der hat schon 5-6 Videos rausgehauen, als ich das erst hochgeladen habe. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht liegt es einfach, dass ich halt nicht so bekannt bin. Und er wahrscheinlich sehr bekannt ist, dass er einfach viel mehr Aufrufe hat. Aber ja, scheiß drum. Bei mir bekommt ihr alles zu sehen, bei ihm wahrscheinlich nicht. Der ruscht nur durch. Und ja. Aber es ist nicht so schlimm. Also tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen und bye.